Yay, yeah, ich bin wieder zurück mit meiner Nuzlocke-Challenge. Ich wette, ich wurde nicht wieder erwartet. Wahrscheinlich haben wir alle schon gedacht, er liegt irgendwo im Graben oder so. Okay. Was habe ich letztes Mal gemacht? Ich glaube, ich habe... Warum habe ich jetzt Illumisee offen? Ich glaube, ich habe gefällt mir, ein Illumisee zu fangen. Ja. Genau, es hatte kein, kein Passwort, ja. Es hatte keinen Spitznamen. Wie man sieht, Problem gelöst. Da so viel dazu. So. Des Weiteren befindet sich jetzt gerade eine Geheimwaffe in meinem Team, die ich für die Arena auf jeden Fall benutzen muss. Sonst schaffe ich das nämlich nicht. Ich hoffe, ich schaffe es in meinem komischen Bearbeitungsprogramm. Wenn ich mal die Pokémon öffne, muss es sich ausblenden kann. Ich will ja nicht so viel verraten. Auf jeden Fall steht die Arena heute in diesem Part auf dem Punkt, ja, auf dem Programm. Ich glaube, ich musste hier weitermachen, ne? Also, des Weiteren habe ich etwas gemacht, ich weiß gar nicht mehr wieso. Und zwar habe ich ein paar Pokeriegel gemacht. Weil jemand war mich ja so, weil meine gute Fee war ja so freundlich, mich darauf hinzuweisen, was für ein Trottel ich bin. Beim Wettbewerb. Zumindest was für ein Trottel ich war. Moment, bin ich jetzt hier schon am Ende? Habe ich überhaupt noch Trainer, die ich besiegen muss? Soll ich dich besiegen? Ja, 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 ja. Radler, 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 Radler. Alter! Verarsch mich nicht! Ja, ja, ich fahr schon damit herum, mach Werbung. Du bist doch bestimmt Trainer, oder? Komm her! Yes! Nur keine Panik, wenn dein Rad immer schneller wird! Ja, hat mir damals auch immer gesagt, bevor ich immer runtergefallen bin. Wenn du Magnetilo hast, ne? Oh mein Gott! Mein Hassfeind Nummer 1. Aber vielleicht schaffe ich das ja. Magnetilo ist paralysiert. Superschall ging daneben. Es hat keinen Sinn mit Funkensprung. Alles, was ich versuchen kann, ist Verteidigung senken und es mit Ruckzuck-Hieb fertig machen. So schaffe ich es nie, ein Part die Arena zu machen. Obwohl, komm, den Part mache ich extra lang. Weil ich ja schon seit 2 Wochen nichts mehr abgeläutet habe. Dann kriegt er... Ich würde mich ja jetzt echt gerne muten. Und einfach meinen Zorn in die Welt hinausschreien. Aber, sowas macht man ja nicht. Wo sind jetzt hier meine Heiler-Items da? Unfassbar, dass ich jetzt echt gezwungen bin, einen Paraheiler einzusetzen. Das hast du davon, Magnetilo, das hast du davon. Du wirst mir nicht davon abhalten, deine Verteidigung weiter zu senken. Schön. Ich sollte unbedingt noch ein paar Paraheiler kaufen, bevor ich in die Arena gehe. Just to make sure. Volltreffer! Ja, nee, ist klar. Wenn er mich jetzt noch paralysiert hätte, dann hätte ich aber einen richtigen Anfall gekriegt. Verteidigung sinkt immer weiter. Doch habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Habe ich keine Beere, um Verwirrung zu heilen? Habe ich nicht. Krasser Mist. Okay, wie gesagt, ich hoffe, ich kann es ausblenden, weil ich habe keinen Bock, Leonie drin zu haben. Komm. Perfekte Vorarbeit für dich, Navia. Mach es fertig. Mach nix. Das müsste jetzt richtig wehtun, so an und für sich. Oh yeah. Oh, sehr schön. Bitte, es soll reichen für Level Up. Nein, es reicht nicht für Level Up. Ich muss während eines Pokémon-Kampfs ruhig bleiben. Ja, auf jeden Fall. Ruhiger als ich auf jeden Fall. Sind wir schon am... Oh, hi. Ich rate, ohne aufzuhören. Meine Oberschenkel sind hart wie Stein. Malphite von Leech of Legend? Rock Solid. Oh, das war eine Tussi. Okay, dann hat sie jetzt eben so eine Stimme und sie schickt auch ein verdammtes Magnetilo in den Kampf. Ah! Da! Meine Hassfeinde Nummer 1. Nope.
Versuchen wir die Strategie einfach nochmal. Merkt man eigentlich, dass ich... Alter! Hör auf mit den Volltreffern! Ich warne euch alle! Allesamt warne ich euch! Oh oh! Es reicht ein Superschall, es reicht ein Ultraschall, um mich zu killen. Mich nicht, aber Leon. Habe ich nicht einen Supertrank? Ja, da. Ich setze mich mal an die erste Spitze, die erste, ja, an die erste Spitze, genau. An die vor, an die oberste Spitze. Metal Sound. Metal Sound. Oh, nicht gut. Der macht dasselbe wie ich, nur eben ein bisschen anders. Auch wenn es nicht effektiv ist, ein Donnerschock müsste wehtun, macht er aber nicht. Okay, langsam wird's gefährlich. Okay, ich sollte jetzt wirklich angreifen. Jetzt ist, ja, jetzt ist Zeit zum Angreifen. Unbedingt. Naja, es ist auf jeden Fall mehr, als wenn ich ohne... Jetzt kommt ein Donnerschock, oder? Das wolltest du doch nur erreichen. Es kommt nichts mehr. Von dir kommt jetzt nichts mehr. Leb wohl. Ich hasse euch, Magnetilos. Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Aber noch will ich meine Geheimwaffe nicht einsetzen. Es ist zu früh. Es ist zu früh, den Kraken zu entfesseln. Miep. Ach komm, na, wir greifen einfach weiter an. Irgendwann muss ja was drumherum kommen. Warum senkst du eigentlich die Verteidigungswerte nie, wenn du Zertrümmerer einsetzt? In jeder anderen Edition, nach mindestens dem ersten Zertrümmerer, jetzt. Metal Sound gefällt mir nicht. Mach es weg. Mach es weg, Navia. Mach es einfach weg. Man merkt schon, ich konnte so nicht die Arena schaffen. Das hätte ich nie hingekriegt. Ich meine, ich hätte schon, aber... Wer weiß, wie lang... Level 7? Okay. Soll mir recht sein. Armes Voltoball. Egal. So. Muskelkrämpfe beunruhigen mich. Ja. Wen eigentlich nicht? Ja, dann mache ich hier jetzt einen langen Part draus. Hoffentlich kein Magnetilo. Wenn du Magnetilo hast, dann kriegst du aber. Dann kriegst du sogar richtig. Wow, pass auf, ich glaube, du hast keine Übung im Radfahren. Radfahren? Radrennen. In beiden nicht. Okay. Mit Voltoball kann ich umgehen. Level 7. Ja gut. Go, Manti. Go, Manti. Go, Manti. Go, Manti. Level hoch. Gut, Domanti. Du brauchst mal ein paar stärkere Angriffe. Du bist... Deine Angriffe sind nicht gerade mächtig. Der hat ein Magnetilo auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall ein Magnetilo. Ich wusste es. Scheiße. Was soll ich denn mit Manti dagegen tun? Ich kann nichts dagegen tun. Moment. Es ist eigentlich egal, was ich mache, weil es bringt eh alles nichts. Komm, bleib bei Verfolgung. Absorber macht nur 20 Schaden. Da ist jetzt was Step drauf, aber scheiße, jetzt Mist, ey, Mann. Mann, ey, regen mich diese Viecher auf. Wenn ich hab die ja bestimmt in der Arena, oder? Ich hab die in der Arena, auf jeden Fall. Auf jeden Fall werde ich Magnetilos in der Arena haben. Na gut. Muss ich die ganze Arena mit meiner Geheimwaffe direkt durchspielen? Hilft ja alles nichts. Wollte ich mir eigentlich für den Endkampf aufheben, aber das... Das scheint mir jetzt... Was war das denn für ein Leck? Egal. Das erscheint mir jetzt nicht gerade lukrativ. Wobei, ich fange mit Manti an. Ja, ich fange mit Manti an. Manti ist gut. Kannst du noch mal anderes? Könnt ihr Mistviecher auch noch mal anderes? Manti, das lässt dich doch nicht... Das lässt dich doch völlig kalt, oder? Ja, lässt es auch. Reicht, oder? Nein, es reicht natürlich nicht.
Diese Viecher kotzen mich an! Sie kotzen mich einfach an! Ich bin so froh, wenn ich diesen Part des Spiels hinter mir habe. Ich bin so froh, ich feiere. Ich feiere richtig. Sobald der Arena-Leiter weg ist, feiere ich. Dann zelebriere ich eine große Messe. Oh, pass auf, meine Bremsen versagen. Ah! Splash. Also ungefähr zumindest. Okay, nur noch zwei Trainer. Zeig mir deine Magneti. Neue Techniken zu lernen, geben dem Radfahren erst die richtige Würze. Einige Orte kannst du nur erreichen, wenn du die richtige Tanktechnik anwendest. Joa. Anzahl der Zusammenschlüsse 4-mal. Zeit 1 Minute. Ich sage, dein Talent ist einfach miserabel. Du brauchst noch viel mehr Übung im Radfahren. Gab es eigentlich irgendwas, wenn ich diesen Scheiß gemacht habe? Bezweifle ich. Ich scheiß drauf, ob du über mein Radfahren sagst. Im richtigen Leben kann ich das noch nicht mal, so ist es mir erst recht egal. Bye bye. Runter von dem Scheißrad. Runter von dem Scheißrad. Nichts geht über Laufen mit Turbotretern. So. Ja. Moment. Wie viel Money habe ich? Genug. Ich rieche den Kauf von einigen Paraheilern und Supertrinken. Kaufen. Paraheiler. Bitte sehr. Gib mir direkt. Wie viel habe ich noch? 14. Gib mir 11. Habe ich 15. Gib mir 16. Gib mir 16. Man weiß nie. Man weiß nie. Und dann noch hier. Pokéball, da nehme ich auch noch ein paar mit. Komm, gib mir nochmal 10. Und Supertränke. Gib mir vom ganzen Rest. Obwohl, ne, nicht ganz. So. Komm jederzeit wieder vorbei. Das wird sich zeigen. Oh, das wird ein schön langer Part. Ich nehme schon, glaube ich, 12 Minuten knapp auf. Ja, diesmal habe ich meine Uhr mitlaufen. Ganz unten rechts im Bild. Bin so froh, dass hier nicht aufgenommen wird. Komm wie, komm bitte bald wieder mal vorbei. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Werde ich tun. Okay. Bin ich ready? Habe ich alles dabei? Das wird die schlimmste Arena im ganzen Spiel, glaube ich. Oh, ich habe noch ein bisschen Sprudel. KP plus. Heb KP eines Pokémon an. Das ist ja egal. Paraheiler. Aber also, ich mache mal hier ein bisschen Ordnung. Zack. Und zack. Und zack. Hyperheiler. Habe ich noch für alle Fälle? Okay. Hilft alles nichts. Here we go. So, wie war das mit der Arena? Genau, mit den Schaltflächen. So, zeig mir deine Magnetilos. Die Spannung meiner Seele. Sie setzt alle deine Träume unter Strom. Ja. Ist das ein verdammter Pirat, oder was? Er ist ein Rocker. Ich bin der Club und bei den Rockers. Oh, es ist kein Magnetilo. Es ist etwas, wogegen ich kämpfen kann. Oh, und das setzt Rückzug ein. Das ist blöd. Egal. Verfolgung. Oh nein, es hat Statik. Oh, natürlich. Es war so klar. Das war so verdammt klar. Es war so klar. Verdammt nochmal. Was für einen Sinn hat es? Jetzt mal ganz ehrlich. Was für einen Sinn in der dritten Gen hat es, eine Attacke, die auf Spezialangriff geht, physisch wirken zu lassen? Das hat doch mal überhaupt keinen Wert. Oh ne. Nein, 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 das tust du nicht. Blup. Lecker. Lecker, lecker. Oh, macht ja doch ganz gut Schaden eigentlich. Daran muss ich mich gewöhnen. Ich glaube, ich lasse es einfach. Ich lasse die Paraheiler einfach bis nach der Runde. Okay. Erhöhter Angriff, verminderte Verteidigung, nicht gut. Mach es weg, mein Team, mach es weg! Außer gegen Voltoball. Gegen Voltoball kann ich, glaube ich, gedankenlos Paraheiler benutzen. Schön, Manti. Muss ich nichts zu sagen, oder? Ich muss dazu, glaube ich, echt nichts mehr sagen. Okay, es reicht. Screw this!
Geheimwaffe kommt raus. I proudly present to you... Brunhilde! Tja, das war's leider für dich. Boom! Und boom! So. Manti hat noch ein Level abgekriegt, das war der Plan. Brunhilde, sehr schön. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diese Magnetilos. Sie gehen mir einfach so übertrieben auf den Nerv. Sie gehen mir so auf den Nerv. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie sehr sie mir auf den Nerv gehen. Ich musste was dagegen unternehmen. Da wurde der Stromkreiser geschlossen und bis zum Kuschluss überlastet. Belastet? Ich dachte überlasten. Naja. Whatever. Gib mir den letzten Trank. Genau 20 KP. Genauso viel hat das ja auch verloren. Brunhilde! Mit Brunhilde werde ich diese Arena jetzt ganz schnell hinter mich bringen. Ich habe nämlich jetzt schon keinen Bock mehr. Diese Arena stellt dir eine Knobelaufgabe. Ist das nicht lustig? Arsch. Oh! Opfer! 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 Leb wohl, Opfer. Verlieren ist gar nicht lustig. Ich habe dir eine wertvolle Lektion beigebracht. Deal with it. Okay, erst du. Mein Charme und die Attacken meiner Pokémon werden dich schocken. Wahrscheinlich. Obwohl. Nee. Ach nee, ein Meditee. Okay, das bringt meinen ganzen Plan jetzt ein bisschen durcheinander. Wer rechnet denn schon mit sowas? Muggelhieb. Wie viel Schaden macht's? Oh! Oh, Schaden! Dann reicht dieser Tackle doch wohl auch aus. Nicht ganz. Ach, okay. Ich habe mir mehr Sorgen gemacht, als ich eigentlich brauchte. 110 KP für Level 24 sind natürlich hart. Aber Brunhilde wird das Team auch wieder verlassen, sobald das hier erledigt ist. Ich bin schockiert von deiner Stärke. Oh. Ja, gut. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Ich habe unter Walter trainiert. So einfach verliere ich nicht. Wird sich zeigen. Oh, Voltoball. Oh, das ist das stärkste Voltoball bisher im ganzen Spiel. Naja, okay. Friss das. Oh, es hält einiges aus. Dreimal getroffen, das war so klar, dass ich es nicht schaffe, mit einer Attacke es umzunieten. Oh. Mach es weg. Danke. Oh. Werde ich wahrscheinlich eh nicht schaffen. Ah, oh, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Hariyama hat zwar gute KP-Werte, aber wenn der Verteidigungswert noch weiter in den Keller sinkt, kann ich... Meine Nase, kann ich selbst für nichts garantieren. Lassert, ich hab doch gar nichts in der Nase. Warum spreche ich so komisch? Boah, plus 5 auf KP, das sind ja Traumwerte, die es hier kriegt. Das sind ja übertriebene Traumwerte. Jetzt schaffe ich es aber, dich zu one-hitten. Mach egal, was du willst, jetzt ist vorbei. Du hattest deine Chance. Leb wohl. Bam. Bam. Und bam. So. Stecke raus und ausgeschaltet. Ausgeschaltet, das stimmt. So, direkt heilen. Und jetzt muss ich nur den hier, glaube ich, umlegen, oder? Jo. Von wegen Knoblaufgabe. Da sind die Lache. So, Walter, hier kommt dein Ende.
Ich habe es aufgegeben, diese Stadt, die Stadt umpolen zu wollen. Stattdessen verwende ich meine Energie lieber auf das Installieren von Fallen in meiner Arena. Oh, was machst du denn hier? Was ist das? Du hast es geschafft, alle Schalter zu finden. Das ist wirklich amüsant. Dann ist es nun an mir, dem Arena-Leiter von Malmfro City dich unter Spannung zu setzen. Viel Glück. Möge der Bessere gewinnen. Genau, ich. Denn ich habe genau gewusst, was du vorhast und ich bin vorbereitet, Brunhilde! Brunhilde wird nichts bringen. Schade eigentlich. Bäh! Und bäh! Und bäh! Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Wie viel Glück muss jemand eigentlich haben? Super Trank. Ja, super. Wir fangen wieder bei Null an. Ich habe aber eine andere Idee jetzt. Diese Rage. It's beyond my control. Diese Rage in meinem Bau, ich fange an, Magnetilo und Magneton und alle anderen zu hassen. Ich hasse sie. Ich hasse sie abgrundtief. Wobei eine Paralyse ist nicht eigentlich so schlimm, als das Fariyama. Das war nicht für sich. Wenn ich weiter einen Überwurf benutze, dürfte das eigentlich funktionieren. Oh stimmt, die erste Gen, wo Voltoball eine nützliche Elektroattacke lernt. Von alleine. Das hat sich dann aber auch mit der vierten Gen wieder erledigt gehabt. Jetzt kommt das Sahnehäubchen auf dem i-Tüpfelchen. Jetzt wird's interessant. Schockwelle, okay. Stimmt, die TM kriege ich ja nach dem Arena-Kampf. Das schaffst du, Hariyama. Brunhilde, du schaffst alles, was du willst. Du bist eine starke Frau. Oh mein Gott. Oh yeah. Oh yeah. Brunhilde, du hast mein Herz dennoch erobert. Du hast mein Herz soll dir gehören. Ich will ein Kind von dir. Oh ja, ich will ein verdammtes Kind von dir. Oh ja. Ja, endlich, ich hab's hinter mir. Schön, ich habe verloren. Du hast es geschafft, meinen Stromkreis zu unterbrechen. Nimm diesen Orden. Verpiss dich, du Penner. Und mach Liebe mit deinem Pokémon oder sonst irgendwie kranken Scheiß. Ist ja schlimmer als irgend so ein Kloppmist. Ach. Ja, der Dynamo-Orden, yeah! Mit dem Dynamo-Orden können Pokémon Zertrümmerer auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und außerdem werden deine Pokémon ein kleines bisschen schneller. Oh, dies hier sollst du auch noch nehmen. Nicht das in meiner Hose, das da! Du Spast! Dieses TM34, Schockwelle! Eine verlässliche Attacke, die niemals daneben geht. Verlass dich drauf. Schön. Vielen Dank dafür. Danke, dass du den Stromer abgestellt hast. Ah, Brunhilde. Wir hatten eine sehr schöne Zeit zusammen. Das Training mit dir war auch angenehmer, als ich es mir je hätte vorstellen können. Joko. Und Klaas. Schlecht. Das fällt mir aber auch jetzt erst auf. Okay. Sehr schön. Gut, man kann jetzt natürlich sagen... Du hast dir ein Pokémon extra so stark angezüchtet. Ja, habe ich. Und? Ich war derjenige, der so lange am Trainieren war und die ganze Scheiße machen musste. Und es ist nicht gegen meine Regeln, ich mache ja, was ich will. Schließlich habe ich es eigenhändig trainiert und nicht in die Scheißpension gesteckt, was ich in der Theorie hätte machen können. Hätte ich nur auf- und ablaufen müssen für ein, zwei Stunden. Brunhilde, ich hoffe, du hast deine Zeit im Glanz genossen. Kann sich ja mit Niki unterhalten. Und Alice. Und Rocky. Und Domme. Und Wanda. Und Manfred! So. Da wir jetzt Zertrümmerer einsetzen können, können wir zwar nach oben gehen, aber ich glaube, ich mache erstmal das, ich helfe erstmal dem Pärchen zusammenzukommen. Ich spiele jetzt mal Abamor oder Cupid oder wie auch immer, welchen Gott der Liebe man auch immer anbeten möchte. Wobei, ist Amor nicht Cupid? Ist das nicht ein und derselbe Gott? Ich weiß es gerade nicht. Oh, den habe ich gar nicht gesehen.
Ich hab hier all die Zeit mit Makuhita trainiert und ich sehe jetzt erst, dass da hinten ein Pokéball liegt. Ich kämpfe nicht gegen Level 7. Das ist mir die Attacke nicht wert. Ein Top-Ether. Okay. Wie gesagt, ich mache die Folge ein bisschen länger. Ich glaube, ich mache eine halbe Stunde, also habe ich noch knapp 5 Minuten. Sollte Trümmer eingesetzt werden. Oh yes. Navia, du hast einem jungen Pärchen zu seinem Glück verholfen. Du bist wahrlich ein Liebesengel. Wow, du hast den Felsen auf dem Weg der den Weg blockierte, einfach zertrümmert. Darüber bin ich überglücklich und daher möchte ich dir diese VM geben. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich habe direkt VM Stärke gekriegt. Geil. Diese VM enthält Stärke. Wenn ein kräftiges Pokémon diese VM erlernt, ist es in der Lage, sogar die schwersten Felsen zu bewegen. Heike, nun kann ich dich jederzeit besuchen. Das ist wunderbar. Die Reaktion war passend. Bitte ruh dich ein bisschen in meinem Haus aus. Jetzt wir zur Sache gehen. Ach, das ist so unreif. Ich bin so unreif, es tut mir leid. Aber manchmal muss man das auch sein. Manchmal muss man seinem inneren Kind einfach nachgeben. Man kann nicht immer todernst bleiben, davon geht man kaputt. Immer nur tot ernst bleiben, das bringt einem irgendwann noch ins Grab. Genauso wie die Zeit selbst. So, jetzt können wir, in der Theorie könnte ich versuchen, diese Leute hier platt zu machen. Aber da die Folge nicht mal allzu lange dauert, und das schlichtweg zu lange dauert, will ich erstmal weiter nach hier oben gucken, was es dann sonst. Was gibt's denn hier oben? Was? Hat man nicht Chance auf Kleinstein? Wenn die kaputt gehen? Ich meine, es wäre ein paar gratis. Oh! Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, wird es schwer für dich durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4 der Pokémon-Liga um einige schwerer zu besiegen sind als die Arena-Leiter. Don't you say. Oh komm, für die beiden haben wir Zeit. Für die beiden haben wir Zeit. Yoko und Manti oder... Komm, geballte Frauenpower. Geballte Frauenpower. Oh, wir haben hier sehr... Was? Ach, das ist Pia, okay. Oh, wir haben hier viele stark aussehende gute Trainer. Gut aussehende Trainer, wollte ich natürlich sagen. Okay, Kamera ab, interviewen wir erstmal. Irgendjemand, egal. Magnetilo und Flurmel. Gegen Yoko und Klaas, Navia. Gott, ist der schlecht. Der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Geballte Frauenpower! Unterschätzt! Lärmschutz von Flurmel. Okay. Okay. Ja, ich gehe sofort auf Angriff. Lapp. Und... Lapp. Navia lässt nicht lange mit sich diskutieren. Oh, schön. Jetzt hast du es kapiert, Navia. Navi? Beide haben überlebt. Au! Lasst Yoko in Ruhe, ihr Schweine! Das lässt sich Yoko doch nicht gefallen. Yoko ist eine starke Frau, genau wie Brunhilde. Eine junge, starke Frau, aber eine Frau. Aua! Okay, ich glaube, der Besuch beim Pokémon Center wäre angebracht. Plopp! Ein Volltreffer mit Biss! Navi hat sich jetzt bestimmt die Zähne ausgebissen, aber egal. Meine Gefühle hatten... Was? Mein Gefühl hat nicht gelogen. Was ist das für ein Satz? Mein Gefühl hat nicht getrogen. Das ist doch alt... Das ist für mich althochdeutscher Shit. Der Trainer ist wirklich erstaunlich. Ich werde euch aber kein Interview geben. Erstaunlich, erstaunlich, wer bist du? Ich wusste, wir erleben etwas Außergewöhnliches, als ich dich gesehen habe. Oh, ich schulde dir eine Erklärung. Wir reisen durch das Land und führen mit Trainern Interviews. Würdest du auch etwas von deiner Zeit zur Verfügung stellen? Nein. Oh, okay, aber gib nicht auf. Wir werden dich weiter im Auge behalten. Bitte nicht. Please don't. No, please. Please don't. Okay, ab ins Pokémon Center und dann wäre diese Special-Folge abgeschlossen. Oh, mein Ohr juckt. Mein Ohr kratzt? Nein, mein Ohr juckt. Und ich musste es kratzen. So. Ist es eigentlich nervig, dass ich mich ständig verplapper und es noch nicht mal will? Okay.
Folge ist durch. Juhu, ich bin wieder da und jetzt versuche ich wieder täglich was hochzuladen. Ich stelle mich noch hier vor dem Haus ab. Und ja, damit sage ich bis demnächst.